Servus, hier in Portia mit der Anna und mir, eurem Bobas. So, wir haben ja in dem letzten Part haben wir ja ein paar Möbelstücke abgegriffen. Auch wenn es etwas seltsam ist, jetzt schaue ich aber erstmal auf diese Tafel hier. Würde ich die Sofas tatsächlich noch hinstellen, weil die bringen ja Ausdauer. Ledersofa, Ausdauer, genau. Dann gehen wir raus da. Würde ich nämlich sagen, ich packe da einfach noch ein paar Sofas her. Ist ja wurscht. Ne? So, das waren sogar zwei. Zack, so, jetzt müssten wir eigentlich von der Ausdauer her. Jetzt schau doch mal auf das Schild, bitte. Nein, ich will das Schild. Das geht nicht. Das geht nicht. Nein, und die Uhr wollte ich nicht. Hin damit. Ich wollte das Sofa nochmal wegtun. Jetzt kriege ich das Sofa nicht mehr, oder was? Ah, da war jetzt gerade das Pult für zu Hause. Jetzt, ja. Gut, also Ausdauer, die haut sonst hoch auf 55 von 50. Ich glaube jetzt halt nicht, dass das über die 50 hinausgeht. Zwar vom Wert her, aber ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich was Reales bringt. Okay. Diesen seltsamen Hasen, den stelle ich jetzt einfach da hinten hin. So, zack. Und dann nehmen wir natürlich noch dieses seltsame Becken. Ja, das ist etwas komisch, weil ich kann das nicht an die Wand setzen, ne? Normalerweise würde ich sagen, das ist eine Toilette und wir müssten die irgendwie hier an die Wand setzen. Aber okay, wir stellen sie dann halt mal hier so mitten rein. Zack. Oder kann man das drehen? Nimm mal. Nee, drehen kann ich das nicht, ne? Nee. Komisch. Okay, da haben sie nicht drüber nachgedacht anscheinend, weil dieses Pissoir, ich meine, dieses Becken sollte natürlich schon flach dann an der Wand stehen. Okay, ich habe hier die Sachen alle rausgeräumt aus dem Inventar. Ich habe diesen Keramikkrug von McDonald's. Das ist keine Werbung. Der heißt so. Mit rausgenommen aus der Kiste. Dass wir die ihm geben können, weil ich glaube, der war ja oben bei der Farm, ne? Das dachte ich schon, es wäre schon Abend oder so. Sah jetzt so aus, ne? So ganz finster. So, dann machen wir gleich wieder Eisenbarren, die brauchen wir. Glas tun wir natürlich aufsammeln und tun gleich wieder auftanken. Dann machen wir doch nochmal Glas. Oder Steinziegel? Ne, Steinziegel haben wir 30, da haben wir 15. Kupferbahn können wir nicht herstellen. Holzkohle? Nö. Ist mir zu schade. Na, machen wir halt nochmal Glas. Machen wir nochmal 5 Glas. So, zack. Hauptsache Produktion läuft ein bisschen was. Da haben wir schön Kupferbarren, da können wir auch gleich nachtanken. So, kann ich noch mehr Kupferbarren? Nein, habe ich. Ich habe kein Rohmaterial mehr. So, auftanken. Ansonsten dann lasse ich das jetzt eben mal. Dann baue ich hier jetzt nichts nach. Marmordielen. Ich glaube, Marmordielen können wir so weiter nicht machen. Ne, Holzbretter brauchen wir ja recht viel. Dann würde ich sagen, mache ich da jetzt halt auch einmal 10. Noch einmal 120 Holz. Also da werden wir noch einiges mehr brauchen. So, fertigen. Energiestein ist voll. Dann machen wir hier auch auf 10 hoch. Dann haben wir immer noch 48 Holz. Wir müssten hier im Normalfall fertigen diese Stoffe, aber das können wir ja auch noch nicht. Und ihr wisst ja selbst, wir brauchen für unser TÜV-TÜV die Arbeitsbank Nummer 2, also das höhere Level. Und dazu fehlt uns allerdings noch die Kohle. So, ich könnte, ja genau, gleich nochmal Steinsitze herstellen. Wir haben ja recht viel Stein gefarmt, dass wir Geld zusammenbekommen. Jetzt wollte ich nochmal schauen. Der Steinhocker besteht aus 10 Steinen. So,
dann würde ich quasi beim Händler 5 dafür bekommen. Wenn ich die Steine jetzt so verkaufen würde, also 5 von diesem Gold, so bekomme ich für einen 7, also 2 mehr. Dann ist es doch schon besser, das Gefertigte zu machen. Aber ich gehe jetzt halt mal nur auf 30. Ich weiß ja nicht, vielleicht brauche ich hier Stein noch irgendwie. Okay, dann haben wir jetzt die Steintische wieder drin. Ich habe die Gläser. Kommt, geh mal ins Inventar. Na, das ist natürlich schon. Kann ich die irgendwie Shift um aufzuteilen? Ah, in Gegenstandsleiste verschieben ist mit R. Okay, dann. So, weil dann habe ich die nämlich von hier raus. Das kann ich ja dann später wieder verräumen. So, wir müssen auf jeden Fall mal ganz kurz nochmal auf den Kalender gucken. Morgen, am morgigen Tag, ist ja dieser Tag der strahlenden Sonne. Wir müssen jetzt in die Mine 1, da wir unbedingt Kupfer brauchen. Ich schaue auch nochmal hier in das Handbuch für die, die es jetzt halt auch nicht mehr auf dem Schirm haben wie ich. So, wir brauchen nämlich hier Kupferbarren. Ich habe Kupferbarren 24. Ich wollte aber noch, genau, verlassene Ruine noch wegen Motoren schauen. Also auf jeden Fall würde ich sagen, ich gehe noch mal in das Einser rein. Ich brauche nämlich auch Bronzebarren und ich habe Zinnerz eigentlich nicht mehr viel. Vor allem ich brauche Kupfererz, um das herzustellen. Also wir kommen nicht drum rum, dass wir zumindest mal reinschauen. Wir können aber auf jeden Fall den. Ups, jetzt habe ich die Mammutdielen raus, oder? Mammutdielen. 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 Bauteile und Zubehör, nein. Da, Erzestein und Co. Mammutdielen sind die hier, ne? Da brauche ich nämlich noch 2 Stück. Ja, nehmen solltest du auch. Dann habe ich nämlich hier für den Handelsauftrag. Hey Emily, gleich mal ein Servus an dich. Naja, okay, Gesichtscreme, alles klar. Du kriegst heute mal einen Topaz von mir. Das ist zumindest 4 Punkte, das ist doch schon mal gut. So. Was für ein Wetter, muss es regnen? Wir haben 9:53 Uhr. Halt, wir müssen ja den Handelsauftrag abgeben, ne? Und der war, genau, der war hier drin, war der. Der arbeitet ja hier bei den Construction ANG. Da ist er, der Albert. Na ja, klar. Okay, nicht schlecht. Hier ist sein Lohn. Wir kriegen Erfahrung 100, 447 Goals und 62 Rufpunkte. Das bringt uns natürlich schon einiges. Dann schauen wir mal rüber ins Rathaus, oder besser gesagt in diese Gilde-Dingsbums da, weil Rathaus ist ja rechts daneben. Ich sage immer Rathaus dazu. Aber das ist ja die Handelsgilde. Die Handelsgilde hat ein größeres Gebäude als der Bürgermeister. Sowas. Okay, Handels 15 Holzkohle. 50, 100. 6 Faserstoff. Und 3 Wassereimer. Ich weiß nicht, die Wassereimer. Lass uns mal ins Handbuch schauen. Die Wassereimer, was haben die denn an Material oder was brauchen die? Das ist nur die Frage, ne? Wo finde ich die Wassereimer? Es könnte ja auch sein, dass das manchmal hier. Ja, hier halt reingehört in die Ausrüstung, was es Ausrüstung ist. Oh, Wassereimer, Wassereimer. Wo kann ich den fertigen? Wenn das nämlich Arbeitstisch 2 ist, dann bringt es gar nichts, wenn ich den dann mache. Und wenn ich ihn jetzt nicht auf die Schnelle finde, dann werde ich das auch sein lassen, dass ich den suche. Dann mache ich lieber die andere Quest. Rühren Rohstoffe. Okay, dann mache ich eben das andere. Die Holzkohle, auch wenn es da weniger gibt.
Der Faserstoff 159, 40, 31. 49, 40, 31. Na, dann nehme ich das. 15 Holzkohle. Und fertig. Da müssen wir halt jetzt halt einfach mal ein bisschen Holzkohle sammeln. Mich interessiert das jeden Tag eigentlich, um da drauf zu schauen. Also wir kommen langsam ran hier. Es geht ja um die Rufpunkte, die wir uns hier einsammeln müssen. Also wir müssen auf jeden Fall Holz sammeln und wir müssen auf jeden Fall in die Mine. War ich eigentlich schon mal jemals in diesem Café? Kann man da eigentlich rein? Nee, da kann man nicht rein. Vielleicht kommt es später noch, dass das dann geöffnet wird. Ah, da ist die Mine. Genau. Also jetzt werde ich diese Mine natürlich besuchen. Dazu muss ich natürlich auch wieder Kohle zahlen, ist klar. 200 Golds, aber es geht mir natürlich auch darum, dass ich das Material finde und das brauche ich. Das finde ich in der zweiten Mine leider nicht. Deswegen werden wir uns jetzt hier mal ein bisschen aufhalten. In der Mine. Und da haben wir schon ganz viel Kupfer. Ich baue natürlich von oben nach unten ab, ist klar. Ich hoffe, dass ich auch recht viel Zinnerz bekomme, dass ich diese Bronzebarren herstellen kann. Ich weiß, dass ich vielleicht nicht unbedingt der systematischste Abbauer bin, aber solange wir das Rohmaterial bekommen, ist doch alles gut, ne? Ui, was habe ich da gefunden? Alte Teile brauche ich, jawohl. Gleich hier mal so. Ich denke, das ist vielleicht nicht einmal schlecht, erstmal so eine Ebene hier frei zu machen. Ja, Stein ist ja auch nicht schlecht. Ja, da können wir unsere Tische und sowas herstellen. Also bis jetzt ist das mit den Tischen, ich glaube immer noch am. Was ist da? Ist das Mauer oder so? Ach, das ist eine Röhre von da oben. Okay. So, dann gehen wir da mal ein bisschen her. Zinnerz, Stein, alles gut. Es klingt immer so wie Plastik irgendwie. Manchmal beim Klopfen. Ja, ich schaue, dass ich jetzt hier mal so eine Ebene reinbekomme. Dann baue ich mich dann quasi so langsam mal runter. Ja, ich will ja nichts verpassen hier an Kupfer. Da drüben ist noch eine Spur, die nach oben geht. Geh halt ein Stück näher. Das ist doch leichter, Mädel. So. Also hervorragend. So, ja, dann machen wir jetzt halt auch mal unsere schöne Sicht wieder rein. Dass wir mal sehen, ob hier noch irgendwo Teile sind. Weil nur das hier hacken ist natürlich auch nichts. Ah, okay. Und schon leuchten sie auf. Da unten und da. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal hier nach unten. Ist schon ausgewählt? Okay. So, gib mir ein komisches Glasgefäß. So, dann waren hier unten noch welche. Da ist zum Beispiel noch was. Gucken wir mal, ob wir hier durchkommen oder ob uns da ein Gebäude im Weg ist. Hallo? Muss ich da außen rum? Schauen wir mal. Ja, sag mal, ist ja alles mit Gebäude voll, dann ist natürlich blöd, ne? Dann mach deine Sicht nochmal an. Dann holen wir uns das irgendwann an, das da unten ist auch noch. Vielleicht komme ich hier wenigstens dann da nach unten. Nö, nicht so wirklich. Dann probieren wir es mal von der Seite hier. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Jetzt sag mal, wo geht denn das hin? Das ist alles voll mit Stein und so. Ist das irgendwas Spezielles, was da versteckt ist? Okay, vergiss es. Vergiss es. Dann haue ich doch lieber noch ein bisschen Kupfer ab, bevor ich jetzt ja da nur sinnlos Löcher in die Wand klopfe. So, lass mal. Also 190 haben wir jetzt. Dann würde ich aber sagen, das reicht, weil wir müssen auf jeden Fall
noch Bäume fällen, weil wir Holz brauchen. Alleine schon wegen der Quest brauchen wir Holz für die Holzkohle. Deswegen gehen wir jetzt lieber noch mal raus und werden uns da noch mal ein bisschen ausstatten mit Holz. Der geht nicht, das weiß ich. Schon oft genug probiert. So, ja, alle rennen, weil es ja regnet. So. Ich werde auch den Weg hier hochgehen. Den da kann ich, glaube ich, nur treten, ne? Ja. Aber es gibt Erfahrung. So, einmal. Dann hier natürlich auch die Büschle. Solange die nur mit einem Schlag gehen, ist ja in Ordnung. Maximal zwei. Die Kleinen ist natürlich immer die Hoffnung, dass sie mit einem verschwinden. Wir brauchen ganz viel Holz. Holz habe ich gesagt. Steine lass mal liegen jetzt. Da hast du jetzt echt genug. So, ich glaube, den kann ich. Ne, der ist auch zu groß, ne? Der ist auch zu groß. So, renn mal ein bisschen. Der ist nur zum Treten. Den kann ich nicht fällen, genau. Sind die ganzen Bäume hin? Auch da brauchen wir einen Töfthöf, weil hier kommt eine Station dann später hin. Dann sind wir nämlich da auch schon mal schneller. Jawohl, schön. Die Fasern willst du nicht? Doch. Kann ich dich auch nur treten? Ja, dich kann ich auch nur treten. Den kann ich auch nur treten. Ja, sag mal, bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Wachst, ihr Bäume, wachst. Ach, was für ein Regenwetter. Ach, das sind jetzt diese Häschen. Ah, den kann ich richtig schön runterfällen, das ist gut. Ich glaube, das gibt dann richtig gut Holz. Dann noch die Wurzel, da gibt es dann auch dieses Steinholz oder Hartholz, wie auch immer. Das waren jetzt drei Hartholz und 17 Holz. Level Up haben wir. Und wir kriegen nochmal 6 und 6. Wir kriegen 6. Da wegen so einem Büppel, wenn du dann einen zweiten Schlag noch vergeuden musst. Level 20, Illusionshäschen. So. Oh Mann. Ein Schlag ist hervorragend. Das reicht. So, dann lass uns zurücklaufen. Alles, was natürlich auf dem Weg ist, mache ich noch weg. Wenn was im Weg ist. So, wir sollten dann den Auftrag geben für die Holzkohle, weil ich meine, das braucht ja auch eine Zeit, bis das hergestellt ist. Und ich bin jetzt. Wie viel Holzkohle hatten wir? Hatten wir nicht eigentlich jetzt schon? Auch wenn es nur 10 sind, aber das wäre ja schon mal ein ganz guter Vorteil. Das ist heute auf jeden Fall mal ein Farming Day, so wie es ausschaut. Yes, Blitz, Donner, super. So, Holzkohle war, das war an dem Schmiededingsen hier. Ah, 10 haben wir. Dann können wir auf jeden Fall noch die 5 dann herstellen, die uns da fehlen für die Quest. Die brauchen 5 Stunden. Ja, das ist ja auf jeden Fall bis zum nächsten Morgen ist das dann durch. So, da mache ich jetzt nur mal leer, weil ich möchte nämlich. Na gut, dann stelle ich die eben hierher. Das ist egal. Machen wir hier mal Bronzebarren. Wir machen 10 Stück. Na, wir haben auf jeden Fall gut Kupfererz und Zinnerz gesammelt. Das ist schon mal ganz gut. So, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, da hat mal wieder jemand angerufen. Na gut, kommt ja vor, ne? Ist klar, wenn man unter der Woche auch seine Parts erstellen muss. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das reißt mich halt dann jedes Mal raus. Okay, den Handelsauftrag sind wir quasi am Erfüllen. Da brauchen wir nur die Holzkohle dann im Inventar.
Sollte aber auch kein Problem sein. Sortieren, R ist alles in die Dingleiste, so dass ich die weg habe hier. Da haben wir nichts, dann würde ich sagen, gehen wir noch ein wenig Holz sammeln, weil die andere Holzkohle, die ist ja noch am Brutzeln. Ich wollte quasi in die Richtung hier gehen, dass ich so ein bisschen die Sachen abbaue, die das sind. Das Schöne ist, dass es hier recht schnell nachwächst, das Zeug. Dann können wir hier natürlich auch wieder Früchtlein und Würmer sammeln. So, für was ich diesen komischen Salat oder diese Kräuter, die brauche ich glaube ich nur für die Salbe. Ne? Für was anderes kann ich das gar nicht brauchen. So, sehr viele Punkte habe ich eh nicht mehr. So. Dann, ach, komm, sammeln, nicht hauen. Dann könnte ich jetzt noch schnell beim Händler vorbeischauen und die Stühle loswerden. Ich habe mir ist übrigens eingefallen, dass ich ja diesen komischen 19 Uhr Treffen, Rathaus und bla bla, dass ich das verpasst habe. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist das sowieso nicht wirklich was Interessantes gewesen. Also das war auch wieder nur ein Blabla. Also kann man sich im Grunde schenken. Ist jetzt nicht so, dass man da dann einen Auftrag bekommt oder irgendwas. So. Ah, zwei Schläge, man braucht es. Da, genau wegen sowas. Wegen im Grunde nicht einmal mehr einem Strich, den es denn immer siehst, ne, weißt. Na gut, gehen wir mal schnell zum Händler, dann können wir vielleicht noch der einen oder anderen, hi Polly, irgendwas schenken und ein paar Punkte einheimsen. Was könnte ich denn dir schenken? Ich probiere es mal, ein Stück Fleisch. Wow, ja, der Wille, der zählt, ne, das ich weiß schon. Zu dem Deppen, Higgins gehe ich nicht. Hey, servus Remington. That's a new hop there. Du Oh, stehst doch you can hop. bestimmt Now auf shoot me. Fleisch, oder? Ach so, ich habe dem die Schuhe gerade gegeben. Ja, das ist auch nett. Das habe ich ganz vergessen. We're sort of a frontier town. Das habe ich ganz vergessen. Jedenfalls haben wir es los. Du stehst auf Fleisch, oder? Ach, auch nicht. Also auch immer nur einen. Dolly. Ich wollte schon sagen Polly, aber. Ja. Ja. Komm, du kriegst auch ein Fleisch. Oh, toll. Ein Fleisch. Hi, Molly. Beschenken, du kriegst ein Fleisch. Jawohl, schön. So. Ab zum Laden, solange er noch offen hat. Hey, Mai. May. May, stehen bleiben. Beschenken, Fleischlein. Zack. Das ist schön. Oh, ich habe dir ein schönes Fleisch gegeben. Ne? Das ist doch hervorragend. Nein, erst hier, bevor er zumacht. Wir wollen. Da. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe die vergessen. So, wie wird es? Minus 1? Es ist der Tag schlecht heute, oder was? Nee, dann lasse ich das. Dann. Nö. Hello. Ja, hello. So, was gebe ich dir? Gebe ich dir Augenfleisch? Nein, du kriegst mal was anderes. Du kriegst ein Stück Holz. No, thanks. Entschuldigung. Okay, das muss man sich natürlich merken können, ne, weil. Hey. Hey, I'd love to Servus. visit the beach, but I'm too busy. Tja. Zum Strand bei dem Wetter, ich weiß nicht. Kannst du was mit Holz anfangen? Nö. Also holztechnisch sind die nicht. Man kann so viel Sachen machen mit Holz. Du magst Holz. Ich weiß, du magst Holz, ne? Ha? Holz? Ja, du magst Holz. Super. Cooler Kumpel, was gibst du mir vielleicht für die Stühle hier? Da. Auch minus eins. Gibt es da irgendwie Marktpreis 91? Schwer's nicht. Na gut. Okay. Dann lassen wir das mal bleiben. Wir können noch mit Lucy mal ganz kurz sprechen. Servus. Was sagst du? Du bist eine Lehrerin, du magst doch Holz bestimmt.
another one. Mensch, damit kann man so viele Sachen machen. Man kann schnitzen, es macht warm, Feuerlee machen. Aber Alice, huh? Du bist eine Pflanzennärrin. Na wohl, es könnte sein, dass du es hast, weil ich einen Baum gefällt habe. Nein, du magst Holz. Okay, du weißt es zu schätzen. Gibt es irgendwen, der Holz liebt? Gute Frage. Also ein paar... Oh! Hey Pinky, habe ich was für dich? Servus, miau, beschenken, habe ich was für dich? Du magst doch Fleisch, oder? Warum? Du bist eine Katze. Hätte ich dir eine Maus geben sollen, oder? Also meine Katze frisst Fleisch. Ganz klar. Wow. Mit einem gezielten Schlag. Bam, weg. So, jetzt laufen wir mal noch hoch zum McDonald's. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Aber ich glaube, der lungert eh nur draußen rum. Ne? Ist nicht da. Da kann ich statt Vieh kaufen. Und das war's. Aber McDonald's sehe ich nicht. Oh, was haben wir da? Einfangen? Gefangen, Zeile. Wenn das Tier sich der Mitte des Feldes nähert, passe es mit einem Seil so ab, dass du es einfangen und wegführen kannst. Ah, werfen mit Linksklick. Ey, ich habe eine Kuh gefangen. Nochmal. Okay, ich muss schauen, dass das ungefähr da auf der Höhe von dem Zaun da hinten ist. Oder fast. Hey, ich bin richtig gut. Ich hätte Cowboy werden sollen, ne? Und noch ein Lämmlein. Und was macht man mit denen dann? Hab dich. Oh, Pferd gibt's auch. Na, hallo, hallo. Wie sie sich wehren? Was denn? Ich fange euch doch nur ein. Oh. Oh, verdammt. Ach, dich auch nicht? Okay. Okay, ich habe gefangen. Das hier. Habe gute Punkte bekommen. Insgesamt 330 und das ist anscheinend meine Belohnung. Milch und Fell und... Okay. Nee, erneut spielen tun wir nicht. Ich wusste jetzt eh nicht, dass das ein Spiel ist. So, was ich einsammeln wollte, war das Häuflein und da haben wir doch McDonald's, ja? Hallo? Interagieren? Oh, you found the milk jug. It looks kinda dirty, but that's okay. Thanks, buddy. Thanks, buddy. Hey. Beziehung plus 10, das ist doch cool. So, was kann ich ein Tier schenken? Auch dir kann ich ein Fleisch schenken, oder? Gut. Dann tun wir mal Häufchen sammeln, ne? Da kann ich dich eigentlich... nein. Okay, also hier ist nichts weiter. Da sind Pferde. Da läuft der Buddy. Okay, was brauche ich die Milch nochmal? Schau nochmal rein ins Inventar. Stellt wieder her, 6 Ausdauer stellt es wieder her. Ah, das heißt, ich könnte doch noch ein klein bisschen gegen Bäume treten und so. Das wäre doch nicht schlecht. Weil den Handelsauftrag, den können wir ja im Grunde erst morgen erfüllen, ne? So, dann sammeln wir da mal noch ein. Und klopfen auf jeden Fall noch Holz. Aber da habe ich schon alles weg, ne? Na gut, dann eben Stein. Ist ja egal, ne? So, kann ich dich? Nein, kann ich nicht. Aber dich kann ich. Mit einem Schlag. Jawohl. Und dann verbrauche ich jetzt da noch die Punkte. Und dann werde ich zurückgehen und die Anna ins Bett schmeißen. Und dann warten wir quasi bis auf den nächsten Tag. Das heißt also, der nächste Part, der kommt bestimmt. Und ich täte mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch wieder mit zuschaut. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Alles für die Statistik, ist ja in Ordnung.
Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Macht's gut, habt noch einen schönen Abend, noch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Auf nach Hause.